Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Ein Blitz wurde zweimal von Chuck Norris. Wissenschaftler sind dabei, die Geheimnisse des Universums zu lüften. Das Universum ist dabei, die Geheimnisse von Chuck Norris zu lüften. Meine Freunde nennen mich Handbremse, weil ich immer so gut angezogen bin. Was sagt der Ladendetektiv im Schuhgeschäft? Diebe halte ich gleich an. Wenn ich mir einen Krankenwagen im Ballettrock tätowieren lassen würde, dann hätte ich ein Tatü-Tata-Tütü-Tattoo. Das liegt außerhalb meines subjektiven Relevanzkorridors. Und wie hast du geschlafen? Wie Gott während des Holocausts. Was? Was? Auf dem Dorf ist's schon herrlich. Der Nachbar will sich eine Leiter borgen und geht 2 Stunden später besoffen heim. Ohne Leiter. Eigentlich müsste die Slip-Einlage Schritttempo heißen. DHL hat mir gemeldet, dass sie fortlaufend daran arbeiten, ihren Service zu verbessern. Ich hätte da einen revolutionären Vorschlag. Klingeln! Mein Körper sieht aus wie eine antike griechische Statue. Weiß wie Kreide und kleiner Pimmel. Stuntman im Fernsehen. Machen Sie das auf keinen Fall nach. Ich in Kuscheldecke eingerollt mit einer Hand in der Chipstüte. Okay. Cool, ihr habt jetzt auch einen Mähroboter? Das ist ein Smart. Habe mir heute trotz Erkältung einen runtergeholt. Bernd, 35, kranker Wichser. 2 Architekten in Pisa. Willst du den Turm wirklich so hoch bauen? Was soll denn schon schief gehen? Ich kann jetzt echt nicht krank werden. Ich muss morgen zur Arbeit. Der deutscheste Satz überhaupt. Ich habe mir jetzt eine Dachbox fürs Auto geholt. Echt praktisch, muss ich sagen. Die Kinder hört man kaum noch. Bin über einen Pfeil, der auf der Autobahn aufgemalt wurde, gefahren. Bin aber nicht schneller geworden. Das war sehr enttäuschend. Wenn man Schokolade isst und eine Reihe unsauber abbricht, muss man auch die nächste Reihe essen, damit das wieder ordentlich aussieht. So will es das Gesetz. Was spielen Kinder von C-Programmierern? Der Boden ist Java. Habe Hunger, bin aber zu faul, um aufzustehen. So werde ich also sterben. Nur mal so hypothetisch gefragt, wie bekomme ich eine geschmolzene Regenjacke vom Heizkörper? Frage nur so aus Interesse. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben und meinen scheiß Kanal zu abonnieren. Im Android App Store findet ihr jetzt übrigens die App Master Jam Witze. Mit einem Download, einer positiven Bewertung und einem Kommentar würdet ihr mich grandios unterstützen. Bis nächste Woche.